Avengers Endgame wird wohl der erfolgreichste Filmstart aller Zeiten. Das Finale der inzwischen offiziell als Infinity Saga bezeichneten Filmreihe, welche sich in 22 Filmen und über 10 Jahre lang erstreckt hat, steht uns unmittelbar bevor. Bisher hatten sich Trailer und Promomaterial sehr bedeckt gehalten, einige der Figuren genau zu zeigen. Doch nun kam vor 2 Tagen ein Exclusive Look zum Film heraus, welcher plötzlich unheimlich viele Infos hergibt und die vorher als wichtige Plot-Elemente eingeführte Dinge einfach revidiert. Wenn man diesen neuen Trailer sieht, meint man fast, dass Marvel plötzlich die Strategie geändert hat und uns jetzt Szenen des finalen Kampfes des Filmes zeigt. Doch ist das denn wirklich so? Ich habe mir alle Trailer aneinandergereiht nochmal angeschaut und sage euch, nein. Wir sehen in diesen Szenen immer nur genau die ersten 20 Minuten des Films. Warum ich das glaube, das erzähle ich euch heute in einem Video, das euch sehr wahrscheinlich den ganzen Anfang von Endgame spoilern wird. Wenn ihr das also nicht wissen wollt und bis ihr im Kino sitzt warten wollt, dann solltet ihr jetzt abschalten. Spoiler! Alle anderen heiße ich aber herzlich willkommen und damit stürzen wir uns direkt mal in eine neue Theorie, die sehr wahrscheinlich genauso passieren wird. If we do this, we'd be going in short-handed. Yeah, you mean because he killed all our friends? We owe this to everyone who's not in this room to try. It's not about how much we lost. It's about how much we have left. We're the Avengers. We gotta finish this. You trust me? I do. Not live with your own failure. Where did that bring you? Back to me. Zunächst wollen wir mal auf Kevin Feiges Aussage zum Promomaterial eingehen, denn diese liegt diesem ganzen Video hier zugrunde. Denn das Mastermind des MCU wurde auf dem roten Teppich der Golden Globes nach dem Marketing zur Endgame gefragt und ob wir im Trailer nicht mehr als die ersten 15 bis 20 Minuten sehen würden. Hier sagt er Folgendes. That in the marketing you're never gonna show us much past say the first 15 or 20 minutes of the movie. Is that a kind of strategy? Is that somewhat accurate? I call it somewhat accurate. Yeah, I think as was the case with a lot of our films, this one in particular, you know, being able to generate excitement without giving away any of the many, 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 many secrets. Er sagt selbst also nicht explizit, dass die Szenen, die wir sehen, 100% nur aus den ersten 20 Minuten des Films stammen. Da bin ich und viele andere auf eine kleine Falle im Internet gestoßen. Und das Ganze entsprach quasi dem Stille-Post-Prinzip. Was er aber sagt, ist, dass es in diese Richtung geht. Das Marketing-Team von Avengers Endgame spoilt uns keines der großen Geheimnisse im Film. Im Gegenteil, das Marketing-Team hat uns bereits vorher schon auf die falsche Spur geführt. Denn seit Dezember und dem ersten Trailer für Endgame beschäftigen sich alle mit dem harten Überlebenskampf von Tony und Nebula an Bord der Banner. Doch wie die Russo-Brüder vor kurzem mitgeteilt haben, sind nicht alle Szenen der Trailer auch so im Film, beziehungsweise von solch einer Bedeutung für die Story, wie man es im Trailer dann aussehen lässt. Wir haben diese Aussage alle bisher auf den großen Anzug-Szenen-Kram bezogen, doch so kann es aber genauso gut sein, dass Tonys Überlebenskampf mit Wasser- und Nahrungsproblemen nie ein Plotpunkt von Endgame waren. Denn denken wir mal daran zurück, was wir vor diesem Trailer alle dachten, haben die meisten ja vermutet, dass Tony ganz einfach wieder zur Erde fliegt und dann einfach dort ist. Niemand hat diese Castaway in Space-Thematik aufgegriffen, bis dann der Trailer kam. Vielleicht geht es also nie darum, dass Tony und Nebula fast verhungern und ewig durchs All streifen, bis sie zurück nach Hause kommen. Das würde jedenfalls schon mal diese Aussage von Trailer-Material der ersten rund 20 Minuten oder sagen wir ab jetzt einfach mal Ausweitung auf den ersten Akt unterstützen und vor allem vereinfachen. Aber auch so, 20 Minuten bzw. ein erster Akt kann unheimlich viele Ereignisse beinhalten, auch wenn man das nicht so ganz denkt. Das zeigt der Vorgängerfilm Infinity War eigentlich ganz gut. Hier habt ihr mal die ersten 20 Minuten Infinity War kurz runtergebrochen. Thor ist mit Thanos an Bord des Schiffes der Asgardians. Der Hulk-Kampf findet statt. Thanos tötet Loki und beauftragt seine Schergen zur Erde zu fliegen und da die Steine zu holen. Bruce Banner wird über den Bifrost zur Erde geschickt und landet im Sanctum Sanctorum, als Strange und Wong gerade Essen holen wollen. Er klärt die Situation und Strange unterbricht Tony und Peppers Jogging-Session. Bruce und Tony treffen sich
sich und kommen mit ins Sanctum Sanctorum, wo Strange und Wong noch einmal die Infinity Stones erklären. Banner erzählt von Thanos und was dieser tut. Tony fasst den ersten Plan, mit dem, also, dass er den Titan Stone zermalmen will, und streitet sich mit Strange darum, warum das denn eigentlich nicht geht. Plötzlich wummert's draußen und das erste Q-Ship taucht über New York auf. Tony, Wong, Banner und Strange helfen ein paar Passanten, sprechen mit Thaddeus Tentakel und seinem Koboldbruder und der Kampf beginnt. Das sind vier verschiedene Settings und Storylines, die ineinander laufen. Alle anfänglichen Charaktere sind etabliert, zwei große Figuren sind bereits tot und Thors Rachefantasie ist ebenfalls schon in place. Und das sind die ersten 20 Minuten eines 2,5 Stunden langen Films. Endgame ist 3 Stunden lang, aber hat auch eine ganze Menge mehr zu erzählen, wie es scheint. Und ich muss sagen, bisher war ich auch immer skeptisch, ob das mit dem ersten Akt dann so stimmt. Und als ich dann den neuesten Trailer das erste Mal gesehen habe, dachte ich auch nicht, dass das einfach nur ein bisschen vom Anfang des Films sein würde. Ich dachte, hier würde gerade das große Finale gespoilt. Doch nach genauerer Betrachtung fielen mir dann so ein paar Dinge auf, die mich dann doch wieder umgestimmt haben und nur extra für den Trailer so konstruiert wurden, damit man genau eben diese Erwartungen hat und damit ins Kino geht, um dann da überrascht zu werden. Hier nochmal die finale Warnung. Ich lasse jetzt vielleicht eine kleine Blase platzen für euch, also wenn ihr warten wollt bis im Kino, dann geht jetzt. Okay, gehen wir nun also mal an die einzelnen Szenen aller bisherigen Trailer ran. Hier haben wir verschiedene Settings, doch bei einigen dieser Settings gibt es Verbindungen, die man vielleicht nicht direkt sieht, wenn man nicht darauf achtet. So ist beispielsweise die Lichtstimmung von Natashas Zielübungstraining und dem Schlachtfeld unheimlich ähnlich. Außerdem sehen wir im Hintergrund bei Nebula verbrannte Bäume und die Trümmer generell, die nach Beton- und Stahlträgern der Erde aussehen, lassen mich vermuten, dass wir hier nicht noch einmal Titan oder New Titan sehen. Das hier ist die Erde, Avengers Headquarters. Doch warum sieht das denn jetzt hier so scheiße aus? Nun, hinter Scott Langs Close-Up im vorherigen Trailer scheint sich eine Explosion anzubahnen und da auch Hawkeye vor einer Explosion davonrennt, welche in einer anderen Promo-Version des Trailers eine Bande Outrider, Thanos Schergen, wie wir sie aus Wakanda kennen, verschlingt, scheint da alles so, als würde da gerade Thanos Armee das Avengers Headquarters oder die ganze Erde attackieren. Aber weshalb sollte er das jetzt tun? Denn nach eigener Aussage muss er nach dem Snap ja nur noch ruhen. Er hat keinen Grund, sich hier zur Erde zu begeben und Rabatz zu machen. Sein Problem war nie mit den Avengers selbst, sondern immer nur auf den Snap gerichtet. Warum verschont er sie in Infinity War, nur um dann in Endgame nochmal in voller Montur auf der Erde anzurücken und nochmal alle zu vermöbeln? Dazu komme ich gleich nochmal. Eine weitere Szenerie ist die Banner-Tar. Zunächst dachten wir, dass Tony und Nebula auf dem Schiff verhungern und gerade so vielleicht noch gerettet werden, kurz bevor sie verhungert sind. Doch ein ganz besonderes Detail aus einem vorherigen Film haben wir die ganze Zeit kaum bedacht. Habulary-Batterien. Anulex-Batterien. Die Anulex-Batterien, die Rocket von den goldenen Kollegen in Guardians of the Galaxy 2 gestohlen hat, befinden sich an Bord der Banata. Nebula kennt diese, da sie ja selbst beim Diebstahl dieser Batterien gefasst wurde und das der Anfang von Plot von Guardians of the Galaxy 2 war. Ich gehe also in dem Fall mal davon aus, dass das die Sache ist, wie Nebula und Tony schnellstmöglich dann doch zur Erde gelangen. Sie verbauen diese immense Energiequelle mit dem Schiff und düsen in Rekordzeit zurück zum Rest der Avengers. Eventuell sendet Rocket auch eine Nachricht an sein Schiff, um Nebula eben darüber zu informieren und ihm dann abzuholen oder sowas. Und dann sieht es im neuesten Trailer so aus, als würde Carol Danvers das Schiff mit den Avengers an Bord direkt zu New Titan fliegen, damit sie Thanos dort auf die Mütze geben können. Doch auch hier wieder eine kleine Prise Schnittmagie. Denn der Abflug vor der Cockpit-Szene der Banata ist bei weitem nicht die Erde. Nein, das, was wir hier sehen, ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Vormir. Und das ist nur logisch. Nebula weiß ja, dass Gamora hier getötet wurde und Thanos den Soulstone von hier entwendet hat. Auf der Suche nach Hinweisen könnte man an diesem Planeten, also, ja, da könnte man beginnen. Oder zumindest Gamora abholen und sie zumindest begraben oder so. Sie sprechen aber auch davon, Thanos noch einmal aufzusuchen und gegen ihn zu kämpfen. Dass sie den Kürzeren ziehen werden, weil Thanos alle ihre Freunde getötet hat. Es kann also gut sein, dass wir hier sehen, wie sie sich auf den Weg machen, um Thanos ein letztes Mal zu konfrontieren. Und vielleicht schauen sie vorher auf Vormir vorbei und checken vorher dort dann die Lage. Vielleicht finden sie dort heraus, wo New Titan überhaupt liegt. Doch all das zeigt uns nicht, dass das hier nicht alles Szenen aus den späteren Teilen des Films sein könnten. Was sehen wir also noch? Iron Man ist mit Pepper wieder vereint. Er traut um Peter Parker. Und er fliegt weitestgehend normal durch ein weitestgehend normal aussehendes New York. Ant-Man streift durch eine Stadt, in der seit anscheinend schon einiger Zeit vermissten Plakate zu den Gesnappten hängen. Captain America scheint in einer Art Therapiegruppe zu sein, um den Snap zu verarbeiten. Das sieht jetzt nicht nach Aufbruchsstimmung aus. Er sagt allen weiterzumachen, aber er kann es selbst nicht. Was wird uns hier eigentlich gezeigt? Oder genauer, wann
wird uns hier eigentlich gezeigt. Der Knackpunkt für die Reihenfolge hier sind Natashas Haare. Kurz und blond, direkt nach dem Snap und am Anfang von Endgame. Etwas länger, aber immer noch weitestgehend blond, ist Monate später und lang und rot mit blonden Spitzen ist mindestens ein Jahr später. Ich glaube, was am Anfang dieses Films passieren wird, ist anhand dieser Szenen folgendes. Wir sehen Tony und Nebula an Bord der Banatar, Kurs Erde. Sie durchsuchen das Schiff nach Kleidung und Hinweisen, wo Rocket Thor und Groot sich hinbegeben haben könnten. Tony will unbedingt wieder zurück zur Erde. Nebula will nach Vormir oder vielleicht Nidavellir. Das Problem ist der Antrieb, bzw. der Treibstoff und die restlichen Ressourcen. Sie erinnert sich an die Anulex-Batterie oder wird per Nachricht von Rocket darauf aufmerksam gemacht und gemeinsam bauen sie das Schiff um und nutzen dieses, um zur Erde zu fliegen und sich zu regroupen. Schnitt zu Captain Marvel, welche auf der Erde auftaucht und mit den verbleibenden Avengers darüber spricht, was passiert ist. Sie sprechen, schrägstrich streiten darüber, was nun zu tun ist. Thor ist der Meinung, sie sollten Thanos finden und ihm ordentlich, ne? Schön rein. Er hat ja Rache geschworen und will diese nun auch umsetzen. Einige sind dagegen, einige sind dafür. Man vermutet, dass man mit dem Handschuh vielleicht alles wieder umkehren könnte. Und in einer hitzigen Diskussion gehen sie auseinander. Wir sehen die verschiedenen Depri-Momente. Cap rasiert sich den Bart ab und sieht plötzlich ein helles blaues Licht und hört ein Geräusch. Die Banatar landet in der Avengers Facility und Pepper, Tony und der Rest der Bande sind wieder vereint und trauern. Aber freuen sich auch. Nun gibt's wieder ein kurzes Regroup-Intermezzo und sie machen sich danach alle auf den Weg nach Vormir und finden dort vermutlich nur die tote Gamora und oder Red Skull, der ihnen irgendeine Gülle erzählt oder eventuell Captain America auf Smallboxen will. Hier ist jetzt die Frage, ob sie sich echt nach New Titan zum Ruhestand Thanos begeben oder eben nicht. Ich glaube aber, sie fliegen deprimiert zurück zur Erde, weil sie eben nicht wissen, wo Thanos ist. Sie realisieren, dass sie sich damit abfinden müssen und gehen ihren herkömmlichen Jobs wieder nach, versuchen ins Leben zurückzukehren und so weiter. Oder sie gehen nach New Titan, wollen ihn boxen, er dreht aber die Zeit wieder zurück und immer wieder, was ich im letzten Video auch gesagt habe, und dann geht's ab diesem Punkt weiter, wie ich es jetzt sage. Hier sehen wir jetzt einen Zeitsprung. 6 Monate später. Tony ist Iron Man und beschützt die Welt weiterhin vor den Bösewichten, die eben durch dieses Chaos jetzt wieder nach oben getrieben wurden. Cap macht eine Therapie und haut links und rechts dann auch ab und zu mal wieder Leuten auf den Sack. Tony ist inzwischen mit Pepper verheiratet und sie ist schwanger. Alle versuchen normal, dem Leben nachzugehen, das sie eben jetzt haben, nach dem Snap. Doch dann taucht plötzlich Ant-Man vor der Tür der Avengers auf, welcher es geschafft hat, aus dem Quantum Realm auszubrechen und die Welt nun Monate später wieder vorfindet. Eventuell ist er in einen Zeitvortex geraten, welcher ihn dann direkt in diese paar Monate in die Zukunft geschleudert hat. Nur weil man Zeitreisen macht, heißt das nicht, dass es nicht nur 3 Monate sein können. Gemeinsam mit seinem Van und dem miniaturisierten Labor konfrontiert er dann die Avengers. Er erzählt ihnen gerade davon, wie er es geschafft hat, zu ihnen zu gelangen. Sie fassen neue Hoffnung, einen neuen Plan, alle schmeißen sich in ihre Outfits und bereiten sich vor. Black Widow macht noch ein paar Schießübungen und sie wollen gemeinsam loslegen und versuchen dadurch dann noch etwas zu reißen. Als dann plötzlich eine gewaltige Explosion das Avengers Headquarter erschüttert. Aus den Trümmern stehen Tony, Thor und Cap auf. Ant-Man hat sich gerade rechtzeitig noch klein gemacht und entflieht dem einstürzenden Gebäude. Ein Q-Ship schwebt direkt über dem Trümmerhaufen und ein Transporterstrahl beamt Thanos mitten in diese Trümmer. Doch es ist nicht der Thanos, den Tony und Co. kennen. Denn dieser ist noch auf New Titan und spielt den Rentner auf der Farm. Und für alle, die jetzt ein bisschen verwirrt sind, in den Comics gibt es ein Szenario, in dem Thanos' Plan auch gelingt. Dort will er alles Leben auslöschen, um der Lady Death zu imponieren. Als er dies dann getan hat und jahrelang überdauert, realisiert er, dass er immer noch nicht bei ihr sein kann, dass er sterben muss, bevor er mit ihr sein. Also beauftragt er einen seiner letzten Diener damit, einen Splitter des Zeitsteins zu benutzen, um eine jüngere Version seiner selbst in die Zukunft zu holen, damit dieser ihn ermorden kann, denn sonst ist absolut niemand in der Lage, Thanos zu töten. Und ich gehe stark davon aus, dass dieser Thanos hier genau das ist. Eine jüngere Version des Thanos, den wir kennen, der aus der Vergangenheit für kurze Zeit zu den Avengers gekommen ist, um sich selbst in der Zukunft zu ermorden. Und das tritt dann erst die ganze Story des Endgames los. Ich glaube, im ersten oder zweiten Akt werden wir einen oder zwei Zeitsprünge sehen. Das sehen wir ganz sicher an Natashas Haaren. Nicht alles Material der Trailer ist nur aus dem ersten Akt oder überhaupt aus dem Film. Das ist sicher. Das Ganze hat natürlich auch noch Lücken. Wo ist jetzt Captain Marvel in dem Kampf? Was passiert mit Hulk? Wie flechten sie die verschiedenen Story-Arcs, die eben noch offen sind, ineinander ein? Und es kann natürlich absolut sein, dass es im Endeffekt absoluter Bullshit ist, was ich hier erzähle. Also Shoutout an alle, die das nach dem 24.04. schauen und mich jetzt komplett bloßstellen, weil ich ja vollkommen falsch lag. Aber diese Kampfszenen sind, und da bin ich mir zu 100% sicher, nicht so, wie es aussieht am Ende, sondern ganz am Anfang des Films.
Das wird eine der größeren Überraschungen. Und dieser Thanos ist mit Sicherheit nicht der Thanos, den wir in Infinity War am Ende sehen. Doch warum ich das glaube und was meiner Meinung nach darauf Hinweise sind, das erfahrt ihr nächste Woche Dienstag in einem neuen Video über die zwei verschiedenen Thanos in Avengers Endgame. Ich danke euch fürs Zuschauen. Morgen um 14 Uhr gibt es wieder ein neues Video und wir sehen uns dann genau dann